So, meine Freunde, willkommen zurück zu Rand. Wir sind beim zweiten Part von Tier 3 Tools Farmen. Drei Hammer. Zwei Hammer. Na, drei Hammer. Nochmal. Eins, zwei. Drei. Passt, ja. Die Sichel fehlt. Wir testen jetzt mal, ob wir das, die schweren Metals, die schweren Leather Straps da rausbringen aus den Tieren. Testen wir das eine tote Viech mal, machen es platt, wenn das funktioniert, gehen wir in die schwere Umgebung rüber und suchen uns ein. Komm her da. Und suchen uns einen Baum zum Testen. Ja. Wenn da nicht ein Haus wäre, wird das jetzt ziemlich mies für mich ausschauen, gebe ich zu. Aber da dann Haus ist, geht das schon. Ich weiß zwar nicht, wieso der jetzt wegrennt, obwohl ich noch eigentlich den Agrot habe. Na, beim letzten ist er evade. Das pack ich jetzt nicht. Ja, man darf nicht zu lange auf Plattformen sein, auf Gebäuden, weil das dann resetten die. Das geht sich im Normalfall aber aus. Oh. Jetzt gerade anscheinend nicht. Ja, so viel dazu. Ah, da kommen die Kinder. Hallo. Das ist wieder so ein scheiß Kind. Das brauche ich jetzt auch nicht. Du bist der Große. Oh, Autoshot. Schön. Obwohl ich nur rechts gekalt. Das ist, wenn man zuerst links gedrückt, bevor man anvisiert. Und dann rechts gekalt, fangt er mit Autoshot an. Warum auch immer. Stirb, komm. Mal gleich weiter mit dem, vielleicht funktioniert's. Nein, das ist nicht evade. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt schon. Haut nicht hin. Gut, probieren wir es mal. Tier 3, Rechtsklick. Ach, Scheiße. Nix. Mein Problem ist nämlich wirklich, dass Heavy Leather Scraps, ich weiß jetzt nicht, aus welchen Tieren die rauskommen, googelst im Internet, findest auch nicht wirklich was. Was sind das da vorne für einer? Ich habe nur 50 Pfeile. Bin ich in der Lage, welche zu basteln? Ja, so. Ah, sehr gut. Schau mal, ob wir das so auch tot kriegen, ohne dass ich jetzt irgendwas tun muss. Ja, geht. Cool. Was gibst du her? Immer nur das Sinn, leider. Ich würde echt gern wissen, welche komischen Tiere wirklich jetzt das hergeben. Irgendwer hat gesagt, mit Tier 3 Tools alles, was groß ist. Was brauche ich für das andere Tier 3 Tool? Vielleicht sollte man sich das erst noch basteln. Dieses Sichel da. Essence of Tarberry. Yxengras, Strong Fiber. Okay. Testen wir zuerst mal, ob wir das andere kriegen. Warum bin ich eigentlich schon wieder so schwer? Ja. Verständlich.
zeige euch jetzt, wo das ist. Die eigentlich vorletzte Umgebung, bevor wir in die Mitte zum Baum rein müssen, die im Endeffekt was Sinnvolles hergibt, das ist dies eigentlich da drüben geradeaus. Das sind diese pilzähnlichen Baumformationen. Mal sollte man da aus denen jetzt da schon mit dem Tier-3-Ding was rauskriegen. Tier-3-Axt. Mehr braucht man dafür nicht. Wenn mein Bogen repariert ist, mein Guter, dann geht es mal etwas ans Farmen. Ein paar Tierchen farmen. Eisen farmen, nehme ich aber auch das andere Mount mit, was mir tragen kann. Und plätt mal alles, was uns im Weg kommt. Auch so ein Dodo mal, ja, der nervt mich jetzt auch schon. Greifen mich immer an und ich kann eigentlich nicht wirklich was machen. So, da unten ist das. Hier. Sollte das sein. Das ist, wie sagen viele, eine Spider-Umgebung. Ich werde da geschwind das wegwerfen. Ich Bloody Backpack brauche ich dazu wirklich nicht. Sichel. Ja, seht's? Geht ein Scheiß zurück. Spunky irgendwas. Es vergiftet so schön wirklich, es ist ja Freude. Ich kann es leider nicht wirklich jetzt sagen. Boah, ich bin fast tot. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Leck mich am Arsch. Da sollte ich kurz warten. Mal daher, damit die Bäume da mal hacken. Das ist alles Hardwood. Hardwood Branch. Was brauche ich für die Pfeile? Thornwood. Sicher, sicher. Nehmen wir die mit wieder, die Zuckerfrüchte, sage ich immer. Ob es so, wirklich so heißen, weiß ich nicht. Vor Wand rein. Die Früchte. Von oben farmt, geht es besser. Ich höre schon so Spinnen überall wirklich. Wo sind denn die? Vielleicht muss ich die killen. Dodos. Kommst du jetzt nochmal, Spinnchen? Spinnchen, hallo? Ja, das ist eine Freunde, cool. Lieb von ihr, hätte mal eine auch gekriegt. Okay, lauf. Alter.
Leck euch. Oh. Okay. Ich besorge mir mal meine Leiche und nehme weiter auf. Bis dann. So Leute, ich habe meinen Leichnam zurück. Gott sei Dank. Oh je, was mache ich denn schon wieder? Bin jetzt drauf gekommen, diese Spinnenumgebung ist es nicht so optimöse für Zahnfarmen von Heavy Leather. Da gibt es eine andere Umgebung. Die ist links, die ist, wenn da jetzt. Warte mal kurz, wir sind jetzt in den Highlands. Ich renne absichtlich von der Base weg, zwecks Orientierung. Also ungefähr. Base weg Richtung Highlands. Mürkfen. Hier. Und anschließend an diese Umgebung ist Scar Sire. Heißt es, glaube ich. Ich nenne es einfach mal Scar. Weil alles andere ist mir irgendwie zu lang, um mir das jetzt genau anzuschauen, zu merken oder sonstiges zu tun. Ihr dürft mich auf dem Weg dahin natürlich wieder begleiten. Warum auch nicht? Dann seht ihr erstens den Weg, zweitens, wenn ich failen sollte, wie ich fail, dass ihr das nicht auch so dann macht wie ich. Warum leuchtet eigentlich unter meinem komischen Reh, so wie wenn seine Eier darunter hängen hätten, so ein komisches Leuchteier? Also weiß nicht, was das sein soll. Warte mal, drink water, das schadet nicht. Stehen wir mal kurz auf dem Hirsch, passt. Das ist nach wie vor Mürkfen, soweit ich das jetzt weiß. Was ist Ancient Water? Cool. Für 10 Minuten die Drainrate für Dehydrierung da reduziert. Und Stamina geht auch langsam runter. Cool. Zahlt sich aus, das zu trinken? Merke ich mal. Okay, gehen wir mal da entlang. Und schauen wir mal. Ja, warum kann ich mit dem blöden Ding nicht hüpfen? Echt? Jetzt bin ich mal gespannt. Da links unten ist Mürkfen. Glaube ich, ja. Mürkfen. Und laut dem, was ich weiß, ist das Anliegende da hinten dran jetzt das nächste. Angeblich bekommt man das. Ah, hier ist. Angeblich bekommt man das auch in den Spinnchen. Aber es ist very hard. Hat mir einer geschrieben. Ein bisschen sieht man es eh im Chat um auch noch, was ich mit dem geredet habe. Dem Herrn Zeus. Netter Kerl. Keine Ahnung, wo er herkommt. Spricht Englisch. Macht aber nichts. Lesen tue ich mir leicht. Schreiben tue ich mir schwerer. Reden noch viel mehr. Aber es ist irgendwo im Rahmen, so dass man halt sich unterhalten kann. Also das passt schon. Also ich glaube, das Thema ist von unserer Gilde hier eigentlich einer, sag ich mal, einer der besseren. Soweit ich das weiß, er weiß immer alles. Man kann mit ihm reden über so Sachen. Das ist alles Quadrat. Das schaut eigentlich gut aus, die Umgebung, das schaut jetzt komisch aus, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie ich da gerade, was das jetzt sein soll da. Wir werden das mal durchtesten. Hammer. Granit. Okay. Ach, schön. Die Umgebung schaut mir nicht mehr jetzt nach Mürkfeuer, sondern eher schon, ja, das scheint schon jetzt die nächste Umgebung zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will da runter. Wir wollen ja schließlich unseren Bogen wieder repariert bekommen. Weil auf dem bin ich schon hakelig. Der ist wirklich gut, aber ist halt leider kaputt. Schauen wir mal, was da alles passiert. Overheating. Fängt ja schon gut an. Kennen wir wenigstens gleich aus. Das ist nur Fan noch, ja, okay. Das ist, glaube ich, kein Mückfen jetzt mehr. Immer ist. Ja, Scarsire. Ist das wieder Granit, oder? Ja. Ich glaube. Ich hau mal das Cooling-Elixier rein. Sicher.
Wer weiß, wie lange ich mich da jetzt aufhalte. Wo genau ist, geht's da hin und was genau ist es, mache ich da eigentlich? Darauf kommt. Hopp, hopp. Und mein Bäumchen. Die kenne ich auch nicht. Mhm. Viele, viele Sachen, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, was genau ich mit denen tun soll. Macht aber alles nichts. Irgendwo werde ich was. Eieiei, das schaut schon bitter aus da runter. Das schaut echt bitter aus. Ich glaube, ich gehe wieder die andere Seite. Und lege einen Bogen an. Vielleicht besser. Ey, wenn ich da jetzt verreck, dann bleibe ich da, glaube ich, auch verreckt. Dann spare ich mir auch gleich die Mats für den Bogen sammeln, weil dann brauche ich keinen Bogen mehr. Was mich eher stört, es ist so verdächtig ruhig irgendwie. Wenn wir nur die Babs-Dinger da holen, haben wir keinen Verband dran. Was ist das mit der Milkfan-Skull? Irgendwas, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Guarding da jetzt anfängt. ...25. Lassen wir mal in Ruhe. 24. Was bist du? Eine Ratte. Die geben angeblich schweres Leder. Hab ich mal gehört. Irgendwo. Die Frage ist, traue ich mich die angreifen? Ohne Fluchtmöglichkeit oder so? Weil ich bin mir jetzt nicht ganz scheiße. Ja, normalerweise müsste ich es umbringen können, aber ich darauf irgendwie? Nee. Scheißen. Geh wieder, ja. Ist besser für dich, verpisst. Scheißen. Okay, ich geh mal darüber. Schreit wieder einer hinter mir los. Das schaut mich anders wie ich. Das mag ich nicht wirklich. Gehen wir mal darauf. Was hat sie alles da? Ja, war klar. Dass es nicht geht. Ah! Boah! Nein, jetzt bin ich zu schwer. Das kann es aber nicht sein, oder? Oh, wurscht, stirb. Belebe ich dich wieder. Mal egal. Das, Alter, also die Kollisionsabfrage ist ein Hund da. Wirklich, das ist ja abnormal. Nein. Komm schon, stirb. Ratte, stirb. Ich brauche eh lang genug für dich. Alter. Oh Gott. Echt. Ja, aber es ist Heavy Leather dabei. Die steppert gar nicht wenig.
Ah, cool. Wie viel das gleich ist. Was braucht man für das da? Oh, habe ich alles. Armfire Lumber. Gut. Jetzt haben wir sich mal die Umgebung da angeschaut. Werden das natürlich weitermachen. Da rennt einer rum. Das Viech ist mir etwas zu groß. Für so ziemlich alles. Was? Ist auch wer? Was bist du? Ne, den lasse ich auf jeden Fall in Frieden. Den greife ich sicher nicht an. Also na, so wahnsinnig bin ich nicht. Na. Mich würde aber echt interessieren. Jetzt brauche ich das Armfile Lumber Zeug. Das ist Hardwood Logs. Mein Mount ist anscheinend tot. Wie es ausschaut. Health 0. Zum Reviven Animal Blood. Elkhorn. Oh Gott, na. Okay. Ich versuche da jetzt mal rauszukommen noch schnell. Und müsste theoretisch jetzt Armfire Lumber in die ins Snowbiom oder so. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, weil das irgendwie so schwer rauszukriegen ist, was da jetzt wirklich wohin gehört. So. Aber gut. Wir haben uns Scar angeschaut. Wir haben eine Ressource mehr. Wir haben da eine, weiß ich nicht was, Schildkröte gefunden, die absolut witzig ausschaut und urgeil ist. Ich will die tamen. Die werde ich tamen. Fix sogar. Aber ein bisschen brauche ich, glaube ich, dafür, bis ich soweit bin. Das schaut mir nämlich ein bisschen böse aus, das Tier. Ein bisschen aber, ne? So minimal. Das Wasser ist giftig. Scheiße. Gut. Dann hole ich meinen Leichnam. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat oder informativer, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.